geht's hier darum, Wissen zu teilen und auch umzusetzen. Ja, mein Name für die Neuen ist Georg Weidner. Das ist ein gemeinsamer Vortrag mit Benjamin Fenkle, Leiter des Institute for Innovation and Improvement. Benjamin ist der CTO und wir sind, sage ich mal, so die Core-Motoren hinter MNQ Daily. Das Institut hat sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Leistungsfähigkeit und die kontinuierliche Innovationssteigerung zu fördern, und zwar für Menschen, Unternehmen und Bildungsinstitutionen. Und deswegen haben wir eine Joomla-basierte Plattform gebaut, mit der wir dazu beitragen möchten, dass Wissen in jeglicher Form besser verteilt wird. Also dass es nicht so diese 1-zu-N-Relationen gibt auf dieser Welt, wie wenige Menschen hocken auf einen Haufen Wissen und nehmen noch mehr Haufen Geld dafür, sondern dass wir uns allen die Möglichkeit geben, unser Wissen in irgendeiner Form zu teilen, und zwar in einer möglichst komfortablen Form, und unser Wissen allen Menschen auf dieser Welt in sämtlichen Sprachen zur Verfügung zu stellen. MNQ Daily vielleicht vorab ist multilingual. Klar, wir nutzen auch die Joomla-Features und damit haben wir eben auch die Möglichkeit, Wissen in verschiedensten Sprachen eben anzubieten. Die aktuelle Systemsprache ist Englisch und Deutsch. Das war die Ausgangsfrage, die ich vorher in dem vorigen Vortrag schon mal kurz erwähnt hatte. Wir haben uns gefragt, wie stiftet Wissen wirklich Nutzen? Und die Antwort, die wir gefunden haben, war, wenn es geteilt wird und wenn es umgesetzt wird. Das eine ist das Teilen und das zweite ist dann die Umsetzung. Und dafür haben wir eine sogenannte Moxie-Bibliothek gebaut. I do this in German. I hope you agree. Yeah. If you want to have any further information or whatever, just catch me after. Yeah. So I can just give you a little summary of that. Okay, is that fine? Yeah. Wir haben eine Bibliothek gebaut. Wir nennen sie Moxie-Bibliothek. Und diese Bibliothek ist dafür da, dass jeder Mensch auf dieser Welt sein Wissen da hineingeben kann, auf einem speziellen Weg, und es allen anderen Menschen anbieten kann. Also sprich, Wissen teilen kann und damit andere Menschen dazu befähigen kann, Innovation zu schaffen. Weil in dem Moment, wo wie heißt du bitte? Kai. Wo Kai sein Know-how da reingibt, in einer bestimmten Form, die wir uns noch anschauen, und ich es mir hole und es tue, was er sagt, dann habe ich Innovation geschaffen. Für mich. Ja? Ich habe mich entwickelt, ich habe mich woanders hin entwickelt. Also Erfüllung, wenn man die Anforderungen erfüllt an irgendwas, dann hat man Qualität geschaffen, die wir vorher gesehen haben. Und das Delta zwischen Qualität und mehr ist einfach Innovation. Punkt. Lassen wir es mal so dabei stehen. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch richtig geil, wenn es sowas gäbe, dass Menschen, alle Menschen, das Wissen dieser Welt ist der Hammer. Ja? Und es gibt so ein paar, die ja, unterrichten, so wie der Wolf oder alle, ich machen Trainings, Führungskräfte-Trainings und so. Aber wir sind ja gar niemand. Der Einzelne von uns weiß ja nichts, also nichts im Vergleich zum Wissen dieser Welt. Okay? Also warum nicht die Leute, die Menschen befähigen, ihr Know-how in der Plattform anderen zur Verfügung zu stellen? Wir hebeln damit auch disruptiv gewisse Organisationen aus, die glauben, dass sie die weißen Löffel gefressen haben, wie ich bald bemerkt. Ne? Okay, also teile das Wissen und erschaffe Innovation. Und es geht so. Das da ist unsere Engine sozusagen. Das ist die Joomla-basierte Engine. Hier drin passieren gewisse Dinge, die es ermöglichen, dass hier oben Wissen reinfällt in diesen Trichter und da unten Moxies rauskommt. Moxie, komme ich gleich dazu. Also sprich, hier sind so ein paar Menschen auf dieser Welt, die benutzen unseren Moxie-Creator, der sich übrigens in Arbeit befindet. Sneak Preview gibt es gleich. Das fällt dann quasi hier oben rein. Das wird dann hier verhackstückt, kommt da unten raus und wird über die Moxie-Bibliothek, die öffentliche im Internet, anderen Menschen zur Verfügung gestellt, und damit multiplizieren wir Wissen. Aber wir praktifizieren es auch. Wir bieten es nicht nur an, oder jeder von uns kann es nicht nur anbieten, sondern die Engine befähigt dann den User, es sofort anzuwenden. Und das ist eigentlich das Besondere, oder die Idee. Nämlich teilen und umsetzen. Ja?
Hier wird es geteilt und hier wird es dann von denen umgesetzt. Ist doch cool. Ist es nicht cool, dass jeder sein Wissen anderen Menschen zur Verfügung stellen kann und die können es nutzen? So. Finde ich ziemlich cool. Aber wir sind ja nicht die Ersten, die das machen. Und wir sind ein bisschen quasi so Uber und Airbnb für Wissen. Ja. Sharing Economy, das ist halt die Zukunft der Wirtschaft. Und da gibt es ganz, ganz viele Stories, die ich da erzählen könnte, von Miele über Renault, über Michelin, Autoreifen. Da wird geshared. Michelin verkauft mittlerweile Reifen nicht mehr an die Kunden, sondern vermietet die. Zwecks Kilometer, also basierend auf Kilometer, Sharing Entgelt. Ja? Fährst du einen Kilometer, zahlst du 3 Cent. Und für Unternehmen mit riesen Fuhrparks, denen hilft das halt ungemein, weil sie nicht mehr so riesen Investitionen tätigen müssen, wenn der Fuhrpark mal wieder mit neuen Reifen ausgestattet werden muss, sondern dann holt man sich einfach die Reifen, die werden dann montiert, gibt es vielleicht eine Montagepauschale, dann fahren die los. Und dann zahlen sie halt jeden Monat so kleckerlweise in Anführungsstrichen so, ne, kleinteilig, was sie halt verfahren haben. Das Coole ist für Michelin nebenbei bemerkt zum Thema Qualität, weil ich ja aus dem Qualitätsleben oder aus der Qualitätswelt komme. Michelin hat plötzlich nicht mehr die Notwendigkeit, die Reifen auf Abrieb so zu trimmen, dass sie auf jeden Fall nach einem Jahr kaputt sind. Sondern jetzt dreht sich das Ganze um. Mindset dreht sich komplett um. Jetzt werden sie versuchen, die Reifen möglichst lange halten zu lassen. Ist gut für die Umwelt, ist gut für den Geldbeutel, ist gut für alle. Das ist eine riesen Win-Win-Situation. Und unsere Welt ist leider noch nicht auf Sharing aufgebaut. Aber wie wir wissen, kommt es. Und wir haben Wissenssharing. Quasi an den Engine gebaut, wo jeder mitmachen darf oder soll. Jeder. Okay, was ist ein MOXIE? Ein digital funktionales Lern- und Umsetzungspaket und jeder kann Autor werden. Wir reden danach noch kurz drüber. Und ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden, in Anführungsstrichen, weil ich erst gerne möchte, dass der Benjamin dann übernimmt und auch wirklich so den Core einfach auch zeigt, worum es wirklich geht. Also, ein MOXIE ist der Sprit des funktionalen Teilens. Vielleicht merkt ihr euch das. Das ist der Sprit des funktionalen Teilens. Ich hoffe, dass wir sehr erfolgreich sein werden mit dieser Plattform und dass ihr mehr von anderen Ecken über das hören werdet. Und das ist quasi jetzt so ein bisschen die Hilfe für den Teig. Das da ist die Maschine dazu. Da kommt der Sprit nämlich rein. Und zwar von der Seite als Theorie. Da ist es schon Best Practice und da drüben wird es benutzt und verwendet. Also, ergo, Wissen stiftet wirklich Nutzen, wenn es so angeboten wird, wenn es jeder tatsächlichen Umsetzung benötigt. So wie man es braucht. Mundgerecht. Und ihr habt die Chance, über die Engine Wissen allen anderen mundgerecht anzubieten, als Einzeluser. Aber dieses System ist 1:1 replizierbar auf einer Joomla-Installation für Firmen, fürs Intranet. Da arbeiten halt dann, beziehungsweise da geben die Firmen Know-how rein, nur für ihre Mitarbeiter oder Bildungsinstitutionen wie die THM zum Beispiel. Ich habe die ersten MOXIEs ja schon mal gemacht, ne, testhalber. Und wir sind gerade dabei, so eine Kooperation zu etablieren, dass im Studiengang Informatik an der THM, die ja übrigens gestern den ersten Preis gewonnen haben mit der Kategorie der Universitätskategorie. Danke, in der. Wir wollen hier mehr zusammen machen und das Thema Augmented Reality bewegt uns übrigens auch und da werden wir auf jeden Fall zusammenarbeiten und hier auch diesbezüglich coole Sachen reingeben. Möglichkeiten, dass jeder augmentierte Sachen hier anbieten kann. Irgendwelche virtuellen Lehrer im Zimmer oder sowas. Ja, aber das dauert ein bisschen. Okay, das ist nämlich Today. Qualität auf dieser Welt einfach positiv zu beeinflussen.
Also, so wie das Moxie der Sprit ist des funktionalen Teilens, ist MQDL Engine, die Joomla-basierte Engine, das Medium des funktionalen Teilens oder wie wir sie auch nennen, die digitale Umsetzungsmaschine für Qualität und Innovation in einer Welt 5.0. Das sind die Web-Apps hier. Das Core steht übrigens für unsere Core-Apps. Also wir haben ein paar Apps, die sind hier eben angesiedelt, um diesen Daily Loop, aber wir haben noch mehr Apps, die haben wir jetzt hier nicht mit reingenommen, aber hier geht es jetzt eben darum zu ermitteln, wo ich stehe, beziehungsweise erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, ein Checkup, ein Test, dann vergleiche ich meine Ergebnisse mit Best Practice, was hierher kommt, hiervon kommt, von irgendeinem Autor, dann hat der Autor Handlungsempfehlungen vielleicht mitgegeben, muss nicht, aber kann, dann kommt Daily Coach zum Einsatz. Die beiden da unten sind die Umsetzung und das ist mein Daily Cockpit, mit dem ich das Ganze halt full responsive mit Handy, Tablet, Laptop und so weiter monitoren kann. Und die Nutzergruppen sind B4P, also sprich Business for People für jedermann. Educational Use, wie zum Beispiel THM, da haben wir schon ein Testsystem aufgesetzt jetzt. Und B2B für jedes Unternehmen jeglicher Größe, in welchem Breitengrad dieser Welt oder Längengrad auch immer. Okay, damit möchte ich ganz gerne an Benjamin Frankl übergeben, the master of the technique. Er ist, Benjamin hat, ich würde mal so vermuten, wir haben mehr als 2 Jahre voll Power hingebaut an dieses Teil hier. Und Benjamin hat auch, glaube ich, ich würde mal vermuten, so zwischen 80% und 90% selbst umgesetzt. Aber eben auch durch die Unterstützung der anderen Teamplayer, die langsam mit an Bord kommen, was uns natürlich sehr freut. Aber das ist alles hier, was er erzählt, ist unter Benjamins Ägide quasi entstanden. Ja, danke Georg. Ich bin Daily. Ich bin vor 3 Jahren kennengelernt und zusammengearbeitet und irgendwann kam die Idee auf, ob ich denn nicht da teilhaben will. Ein Projekt, ja, Lifelong Learning, und ich war eigentlich direkt Feuer und Flamme und als wir das recht früh zusammengesetzt haben, wie setzen wir das um? Das war so ein Nähkästchen, früher war das in Excel basiert mit Makros echt schlimm. Und ich bin ein Joomla-Mensch, habe gesagt, ja, Joomla ist die Option, Joomla kann das. Da sind wir vorne dran gestanden, war die Überlegung, Core, nicht Core. Was machen wir? Wir könnten natürlich jetzt Joomla nehmen und in das Extension Directory gehen und uns alles zusammenklauben, was wir wollen, oder nutzen wir ein Core. Und ich möchte euch 2 Sachen zeigen aus dem Core. Wir haben uns entschieden, wenn es im Core eine Funktionalität gibt, die in irgendeiner Weise die Richtung geht, was wir brauchen, zum Beispiel User Management, dann wollen wir es definitiv nutzen. Dann wollen wir keinen Community Builder installieren, sondern wir wollen es nutzen und mit Core-Mitteln Plugins erweitern. Und das gleiche galt auch für das Layout. Es gab jetzt ja ganz viele CSS-Frameworks, was schon mal wie Bootstrap, und wir wollen dann das Bootstrap nutzen, aber wir wollen es verbessern, erweitern. Wenn es dann Funktionalitäten gab, diese Core-Apps, die es nicht in Joomla gab, haben wir uns entschlossen, dann machen wir eine Eigenentwicklung. Wir wollten so wenig wie möglich auf irgendwelche Dritterweiterungen zugreifen, die vielleicht nicht mehr supported werden, wo wir Probleme haben, wo vielleicht nicht Joomla-Standard sind. Deswegen haben wir da klare Grenzen gezogen. Wenn Core, dann richtig Core oder Dritterweiterung. Und natürlich haben wir da sehr viele positive Herausforderungen bekommen. Direkt mal steige ich mit der ersten Core-App ein. Das ist diese Moxie-Bibliothek. Und wie man sieht, das ist unser Logo links und rechts, ist eine Detailansicht eines Moxies. Haben wir da verschiedene Anforderungen gehabt. Zum einen dieses, jeder soll von Wissen profitieren, jeder soll kostenlos von Wissen profitieren. Und wir haben es so gelöst, dass jeder Autor sich verpflichtet, 10% seines Wissens immer kostenlos freizugeben. Sonst, wir haben auch einen sehr strengen Auswahlprozess für die Autoren. Und da ist es dann, sie verpflichten sich, diese 10% freizugeben. Und dazu haben wir Express-Checks entwickelt. Express-Checks sind von diesem Moxie, was die Autorin erwähnt hat, diese Fragekataloge, 10% davon kostenlos. Das heißt, jeder kann auf die Seite gehen, emiq-daily.com, kann sich ein Moxie aussuchen, kann da auf Express-Check klicken ohne Registrierung, kann sofort von Wissen profitieren, sich verbessern, ja, Daily Loop erleben. Das zweite ist natürlich, wir wollten, dass die Autoren selber profitieren davon, weil
man kennt es vielleicht, der Buchautor ist, was passiert, ein Buch ist da, da macht vielleicht der Verlag ein bisschen Werbung, schaltet eine Anzeige und das war's. Wir wollten aber, dass die Autoren selber sich promoten können, selber sagen können, hey, ich bin hier, ich bin jemand, ich habe Wissen, ich will euch Wissen geben. Und dafür haben wir einen Express-Check zuweisen. Dafür braucht man eine Registrierung und dann kann man jedem Menschen sein Moxi verschicken als E-Mail. Das bedeutet, ich komme drauf, registriere mich und kann Wissen teilen. Vielleicht noch eine entscheidende Sache zusätzlich. Nicht nur ich kann den Leuten Express-Checks zuweisen, meiner Wahl, sondern jeder kann das mit dem Moxi eines jeden Menschen. Also das ist diese End-zu-End-Relation. Irgendeiner hat Moxi geschrieben, dann sagst du deinen Kumpels Bescheid oder wie auch immer, aber auch einfach Menschen, die es gut finden, so wie in YouTube, das ist ja eben dieser Viral-Effekt, da klickst du dann halt einfach, Leute, die es wissen, die klicken da drauf und weisen, Peter hat einen Moxi geschrieben beispielsweise, ich find's cool, ich klicke drauf und dann versorge ich alle meine Leute mit seinem Moxi. Und das machen halt dann alle hier unten. Und als drittes haben wir dann einen Full-Check. Full-Check ist ja das komplette Moxi. Wenn man sagt, ich will noch mehr, ich will tatsächlich ja, die volle Erfahrung, dann kann ich das Full-Check kaufen, kann dann den Moxi da durchführen. Diese Durchführung nennen wir Check-Up. Und genau, das haben wir angebaut. Also wir haben drei Bereiche im Prinzip gehabt. Zum einen haben wir diesen kostenlosen Bereich, diesen kommerziellen Bereich. Und wir brauchen natürlich diese Engine selber. Deswegen wurde das die erste Qual. Ja, vielleicht kurz zur Info, dieses Moxi, das man da sieht, das ist komplett free, auch wenn da 30 Euro steht, das genau. Haben wir freigeschaltet jetzt. Mhm. Da steht zwar 30 Euro, aber wir können es direkt machen. Ja, genau. Einfach reingehen. Ja. Fragen einfach so stellen oder auf genau. Stellen? Nur auf Deutsch oder seid ihr sozusagen freisprachig? Probier mal. Freisprachig? Naja, ja. Englisch. Ja, also. Ja. Also meinst du auf der Seite? Ja, ja. Ja. Also. Also wir haben die Hauptseite ist Deutsch-Englisch aktuell, also die Joomla, aber die Moxis können alle Sprachen sein. Das heißt, wenn ich die Moxi einreiche sozusagen, dann kann ich das von vornherein in zwei Sprachen. Du kannst in alle Sprachen, die es auf der Welt gibt, einreichen. Wir haben schon so gebaut. Aber wir haben auch die Funktion, die du gebaut. Wenn du Checkup machst, dann kann der User, der es ausführt, dynamisch wechseln. Also das heißt, ich starte die erste Frage auf Deutsch, die zweite Frage auf Englisch, die dritte Frage auf Indisch, was auch immer. Wir sind ja auch Verlag, das heißt, wenn wir ein, sage ich mal, irgendein sinnhaftes Interesse verspüren, dass dieses Moxi-X, das du zum Beispiel auf Deutsch geschrieben hast, auf Türkisch möglicherweise gut kommt, weil wir es brauchen in der Türkei, weil da ein Markt ist zum Beispiel, dann übersetzen wir das, wir haben eine eigene Redaktion, eigenes Lektorat, wir übersetzen das Ganze dann in die entsprechende Sprache und du allerdings als Autor bekommst halt nach wie vor die Tantiemen, wenn das Ganze benutzt wird. Ja, genau. Das ist ein klassisches Verlagsmodell. Im Prinzip. Das ist dann dieser links oben der Bereich. Die Autoren, wir verdienen auch dran. Wenn sie nicht, also die Autoren können entscheiden, will ich dafür Geld verlangen oder will ich es kostenlos zu verdienen, dann kommt nachher auch was für die dazu. Und dann bekommen wir haben eine Tantieme-Tabelle auch auf www.daily.com, kann man nachschauen. Da wird man für lebenslang beteiligt. Je mehr man umsetzt damit, desto mehr Prozente bekommt man. Aber schaut einfach mal auf www.daily.com. Kennt jemand Envato Market? Video Hive? Sehr verwundert. Das ist eine Plattform, wo man Templates kaufen kann. Und wo Designer eigentlich in der Regel. Ist jemand Designer? Also so Designer? Würde ich empfehlen, Envato.com. Gibt es coole Sachen, kann man da modifizieren. Und die haben auch ein ähnliches Modell. Oder Fiverr? Ist Fiverr bekannt? Ja. Das sind halt Plattformen, wo man seine Arbeiten einfach gegen Entgelt lizenziert abgeben kann. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Und nur ganz kurz, wir haben also einen Bezahlanbieter integriert in die Joomla rein. Payment, das kommt aus München. Und aktuell, wie man sieht, haben wir auch Amazon Pay und PayPal. Ist ja nicht freigeschaltet, wird nächste Tage freigegeben. Ist gerade in der RC-Phase, Release-Kandidat. Und wird freigegeben. Und nochmal kurz eine Übersicht: Das erste war die Detailseite. Das zweite ist jetzt die Moxi-Bibliothek selber. Da gibt es dann aktuell Moxi im zweistelligen Bereich, stark wachsend. Das sieht dann so aus, ja. Einfach mal reinschauen, sieht man jetzt auch, das Management des Unternehmens, Grundlagen, Deutsch, Management, Englisch und da ISO 9001 auf Dänisch, rechts unten, links unten da. Und dann, also wir können alle Sprachen. Und das ist ein Freemium-Konzept, das heißt, alle bekommen was kostenlos und mehr bezahlt man dafür und im Prinzip die bezahlen, finanzieren das Freemium-Konzept. So wie Skype, Xing, LinkedIn oder so, du könntest alle kostenfrei nutzen und wenn du halt Pro-Features möchtest oder mehr
dann wird halt bezahlt. Das erste war jetzt eine Eigenentwicklung, das zweite ist jetzt der Zugang. Wie kann ich denn teilnehmen an dem Ganzen? Und dazu haben wir die Joomla-Registrierung genommen, Com-Users. Und da war ich schon von vornherein klar, wir wollen Com-Users nutzen, wir wollen da nichts eigen, nichts irgendwas Fremdes, wo da sich sag mal, komisch anstöpselt. Sondern wir wollen tatsächlich Joomla Core nutzen, weil da gibt es halt sehr viel Unterstützung im Core selber, dass wir mit User arbeiten können. Was wir gemacht haben, ist sehr stark mit Overrides gearbeitet, sehr stark mit Plugins gearbeitet. Das war noch vor Custom Fields, von dem wir begonnen haben. Und haben das aber als links oben ist das Standard Joomla Login Modul mit dem Override angepasst. Und das gleiche dann rechts ist die Standardregistrierung mit Plugins und Overrides verbessert. Und ja, nur ganz kurz, zum Beispiel war es Ziel bei der beim Login, dass wir auch ein Counter Action für die Registrierung, dass wir ja alle User abholen, die vielleicht auch nicht Mitglieder sind in unserer Community. Kurz die Registrierung, da haben wir auch das Com-User, tatsächlich Com-User mit Overrides. Wir haben das aufgeteilt und unser Ziel war, dass wir zum einen immer erklären, das ist der Text da oben, warum wollen wir diese Daten haben, was wollen wir denn machen, wir wollen immer dem Kunden Transparenz bieten. Und gleichzeitig wollten wir auch diesen, ich sag mal, nicht ganz so schönen, ganz so schönes Formular, was im Joomla-Standard dabei ist, ein bisschen auflockern, ein bisschen verbessern. Wir wollen dem Kunden immer, wenn er was eingibt, ein gutes Gefühl geben hier, immer einen Motivationstext. Wir wollen das auch schön aufteilen, 3 Schritte, dass man recht schnell, obwohl man es ausfüllen muss, zum Abschluss kommt. Dazu kann man sich dann auch entscheiden, hier oben, dass man zusätzlich sich als Autor bewerben kann, gibt's ja diesen Verifizierungsprozess von uns, oder Experte werden kann. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen Autor und Experte? Ein Autor schreibt Moxie und ein Experte, da haben wir eine Expert-Base. Das heißt, wenn du ein Moxie machst für ein Thema, du hast irgendeinen Stand und du weißt nicht weiter, dann kannst du dir einen Experten dazu holen. Das könnte, also Experten können auch Autoren sein, aber Experten können auch eigenständig sein. Du kannst dich auch nur als Experte einfach listen lassen, kostenfrei. Aber wir haben quasi so eine kleine Anforderung an die Autoren, dass sie sich automatisch als Experten listen lassen. Weil das ist zum Beispiel der David Jadi und ich, wir sind im gleichen Verlag, also Hansa Verlag. Und da ist es halt so, ich habe viele Anrufe von Lesern bekommen in den letzten Jahren, von wegen bezüglich irgendeiner Frage. Und die haben bei uns im Büro angerufen und ich habe sie halt persönlich zurückgerufen. Da sagen die, ja, sind Sie der Autor? Ich sage, ja. Also rufen mich selber an, sehr klar. Logisch, was sollen Sie, wie kann ich Ihnen helfen? Und wir wollen Autoren den Menschen nahe stellen, sozusagen. Und deswegen wollen wir gerne, dass die Autoren, wir haben auch einige Leute, Professoren, die ganz langsam so rankommen jetzt und sich da auch listen lassen wollen, die auch Moxie. Christian Hambergers Vater zum Beispiel ist der deutsche Sustainability-Papst. Ja. Hochpreisträger und so, der hat sich jetzt committed, dass er Autor wird bei uns zum Beispiel. Und wir wollen, dass die Menschen nicht nur den Namen sehen von Dr. Hamberger, sondern ein Profil. Und was hat der Mann? Wer ist der Mann? CV und so. Ja? So ein bisschen diese Nähe. Und deswegen haben wir die Experten so ein bisschen eine Expert-Base gebaut und das ist quasi dazu am Ende. Okay. Jetzt sind wir wieder bei diesem Daily Loop, Lifelong Learning Improvement. Jetzt die Frage, wie haben wir es umgesetzt? Das ist jetzt wieder eine Eigenentwicklung gewesen. Da haben wir diese verschiedenen Web-Apps. Ich werde euch 4 Stück davon zeigen. Dann starte ich direkt mal mit Daily Checkup. Wie Georg vorhin sagte, also Wikipedia, ich will was über Autos erfahren, gehe auf Wikipedia. Dann habe ich einen Text mit 1 Million Wörter drin. Das denke ich, was brauche ich davon? Da steht ja vorne dran, denke, muss ich jetzt alles lesen, damit ich weiß, was ich brauche. Und dafür gibt es Daily Checkup. Und damit erfasse ich, wo stehe ich jetzt. Das bedeutet, ich bekomme am Schluss ein Ergebnis. Der Autor, der das Moxie gebaut hat, der hat ja ein Best Practice. Das Moxie ist das Best Practice Standard für diesen Autor. Jetzt kann ich mich testen, wo stehe ich im Verhältnis zu diesem Best Practice. Erfülle ich das komplett oder habe ich irgendwo eine Lücke, die ich auffüllen muss? Und dafür haben wir solche Fragenkataloge entwickelt, also die Moxie, diese Umsetzungsmaschinerie mit diesem Trichter, wie ihr vorhin gesehen habt. Ist das der erste Schritt, wo dieses Wissen messbar gemacht wird? Und am Schluss bekomme ich Ergebnis, das ist Moxie von mir, wo ich dann selber gemacht habe, das heißt, zu meinem Standard fühle ich mich selber 63%. Und sieht man auch, die Fragen ergeben ein Ergebnis, ob ich vielleicht gar keine Ahnung habe, ob ich so mittelmäßige Ahnung habe oder ob ich perfekte Ahnung habe.
Das ist übrigens der Einstieg für unser Technical Talent Development Program nächstes Jahr. Ich sag's nur schon mal, wir reden gleich nochmal drüber, wo man sich testen kann, wo man steht, um dann bei uns auch reinzukommen und mit Mentoring zu geben. Genau. Jetzt weiß ich, wo ich stehe. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Jetzt hat der Autor, idealerweise ist das eine optionale Sache vom Autor, da kann man entscheiden. Es ist empfehlenswert, das zu machen, dass der Autor uns nun Recommendation, das heißt, der Empfehlungen gibt auf unser Ergebnis. Und das Wichtige hier ist, diese Empfehlungen sind jetzt nicht irgendwie pauschal, jeder bekommt die Empfehlung. Also heißt, melde dich doch mal im Fitnessstudio an, zum Beispiel in deinem Fall, weil jetzt ja nicht produktiv. Nicht so, sondern wenn ich ein Ergebnis habe auf eine Frage, machst du Sport, habe noch nie Sport gemacht und ich esse jeden Tag Pizza, dann ist vielleicht mach 100 Kilometer Lauf morgen nicht die optimale Empfehlung. Das heißt, wir brauchen Empfehlungen, die auf den User gemünzt sind, auf seine Antwort. Und wir haben es so gebaut, dass der User für jede Antwort eine individuelle Empfehlung bekommt. Das heißt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit da, dass es passieren kann, aber wenn zwei Menschen das durchführen, bekommt es verschiedene Empfehlungen, weil sie ja nie die gleiche Antwortmöglichkeit haben. Also man bekommt zugestimmt auf sich selbst eine Empfehlung. Und das sieht in dem Fall so aus. Ja, eine Empfehlung. Und jetzt weiß ich, wo ich stehe. Ich habe eine Empfehlung und jetzt frage ich, geht es weiter. Und dafür haben wir Daily Action entwickelt. Daily Action ist ein dynamisches Umsetzungstool, Umsetzungswerkzeug. Das bedeutet, jetzt wird es praktifiziert. Das heißt, ich bekomme jetzt, habe das Wissen vom Autor bekommen, hey, du musst jetzt irgendwas machen. Und das erstelle ich jetzt als, wir nennen das Activity. Ich sage mal so, to do, in das Activity. Und sieht so aus, sieht man auch gleich mal unser Konzept, was wir haben. Wir haben unser System immer so gebaut, dass wir Boxen haben, die man anklicken, antippen, ein bisschen eher responsive, kann und sich dann immer weiter auffächern. Also da haben wir ein Board und mit verschiedenen Activities drin. Wenn ich dann auf eine Activity draufklicke, das war die erste hier, dann habe ich so eine Ansicht hier, dass sich das öffnet und eine Activity Details. Und aus Zeitgründen kurz, es gibt verschiedene Funktionalitäten, wie Georg schon sagte, die Definition of Done von vorhin, links oben. Man kann daran Anhänge dran packen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, der User selber packt Anhänge dran oder das System packt automatisiert Anhänge, die er selber liefert. Content aus. Und das ist dann auch wichtig für das Moxie. Das Moxie ist noch nicht nur der Fragekatalog, das Moxie ist multimedial. Das heißt, im Moxie können Videos drin sein, im Moxie können PDFs, Links, wie man hier unten auch sieht, Links, wo dann der Autor uns liefert. Und wichtig bei den Links gibt es zum Beispiel externe Links, ich verlinke auf Wikipedia oder ich binde ein Video ein, das ist das kleine Video-Icon. Wenn man das Video einbindet, wird es dann live in der Seite geöffnet. Das bedeutet auch, wenn ich in 3 Wochen reingehe, habe ich mein Content wieder an dieser Stelle. Ich finde immer mein Content hier. Was wir noch haben, ist ein Activity-Chat. Vielleicht, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, hat Experten gebucht, wo mir hilft. Und wenn man es aktuell kennt, ich schreibe eine E-Mail, er schreibt meine E-Mail zurück, dann passiert im Monat nichts. Dann sagt er, hey, erinnerst du dich noch an die E-Mail? Welche E-Mail? Und was wir hier gebaut haben, ist, sondern wir haben den Activity-Chat und Activity. Das heißt, wir haben hier content-relevant die Kommunikation fest. Und in 3 Wochen, erinnerst du dich, kann ich hier nachschauen. Klar, ich hab's hier. Und als letztes zeigen wir jetzt in Abhängigkeiten. Vielleicht macht es zum Beispiel Sinn, wenn ich einen Kuchen backen will, dass ich die Aktivität Teig zusammenrühren vorher mache, bevor ich sage, Zutaten in den Ofen schieben. Manchmal. Da kann ich Abhängigkeit machen. Man kann sagen, Activity A muss bevor Activity B erledigt werden. Ich kann sozusagen Workflows bauen. Und das sieht dann so aus. Ja. Ich wollte fragen, kannst du auch Reminder setzen? Genau, ja. Okay, wann oder? Genau, Activities können auch komplett intelligent zugeordnet werden, weil das System erkennt, wo jemand steht und so. Aber das haben wir jetzt hier nicht. Ja, mir das würde ich gerade einmal empfinden, zum Beispiel. Und zwar, die meisten Leute haben halt so eine Schlechtheit oder am PC. Ja. Und da wäre das eben halt geil, wenn du dann eben halt auch Reminders setzen könntest, so nach dem Motto jetzt. Ja. Du kannst auch Activities wiederholen lassen nach gewissen Zeiten und dann Reminders setzen. Das heißt, du bekommst jeden Monat diese Activity wieder neu zugeordnet.
Gruppenbildung geht auch, dass wenn fünf Leute die gleiche Activity kriegen, dass sie sich dann zur Gruppe formieren, dann gibt es nur noch eine Gruppenaktivität und so, das haben wir bei THM zum Beispiel mal eingesetzt und auch im Rahmen dieser Zusammenarbeit eigentlich tatsächlich entwickelt. Und es gehen noch einige Features, aber die haben wir jetzt halt aufgrund der Zeit einfach ausgeübt. Genau, und wichtig ist am Schluss dann auch links oben diese zwei Icons, das im Workflow hinterlegt, mit der es gibt immer ein Assignee, also da wo das machen soll, ein Assignee, der das erstellt hat. Im Idealfall. Das ist dann oft ein Coach mit seinem Trainee oder ein Lehrer mit seinem Schüler, irgend so eine Coaching-Situation, dass jemand dem anderen Wissen teilhaben will. Ja, oder Projektmanagement. Genau, oder Projektmanagement. Projektmitarbeiter, Projektleiter. Oder genau, und hier ist das Besondere dran an diesem Workflow, dass die Leute miteinander interagieren, automatisiert. Das heißt, wenn ich jetzt der Coach wäre für dich, Josef, dann würde ich es erstellen, würde es auf Start drücken, dann wirst du da eine E-Mail bekommen. Wenn du dann den Workflow weiter bedienst, werde ich eine E-Mail bekommen und sagen, hey, hier hat jemand was dran gemacht. Wenn irgendjemand was hochlädt, bekommen die Leute, die da miteinander zu tun haben, eine E-Mail. Dieses Sternchen da, kann man dann automatisch abonnieren oder deabonnieren, je nachdem, wie man eine E-Mail bekommt. Und mit Christianes Messenger dann kann man intern auch irgendwie mal Nachrichten. Ich sage mal, wie bei LinkedIn im Sinn gibt es auch diesen großen Messenger, wo dieses Thema. Kann man sozusagen diese Prozesse teilweise auch per Zufall triggern? Es gibt zum Beispiel Office Gesundheit einem halt ein, sozusagen, wo, wenn du immer das Gleiche machst, wird es langweilig. Ja. Und deswegen so ein paar Sachen aufbrechen, dass die Leute dann eben halt nicht einpennen. Genau, also wir haben zum Beispiel für THM, Olympischen Sportbund und Physio, haben ja eine Prüfungssituation abgebildet. Und da konnten die Leute aus fünf Kärtchen wählen. Das heißt, wir haben so eine Funktionalität drin, dass der User sich einloggen kann, kriegt dann fünf Kärtchen vorgelegt, klickt drauf und bekommt dann individuell eine Activity. Das ist die Sportphysiotherapeutenprüfung in Deutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund, die wir abgebildet haben. Oder, der Vorteil ist, wir machen heavy auf Joomla, also ist alles Joomla, MV10, alles Plugin-Triggers. Wir haben alle Plugin-Trigger, du brauchst hier ein Plugin, wenn Plugin integriert. Und das triggert halt ein Cronjob. Es gibt eigentlich keine Limits. Also ja, also die Antwort ist immer ja, wir können es. Allerdings ist die Antwort auch vielen Dank dafür, weil wir sind super angewiesen auf gute Ideen, auf Challenges, was wir denn noch besser machen. Ja, ich habe auch mal mit Jim Beyond eben halt einen Vortrag gemacht über Office, Gesundheit und so weiter. Ja. Also kleine Übungen, die man sozusagen mit relativ wenig Aufwendigkeit im Büro machen kann, um sich gesund zu halten. Und da gilt es eben halt, die Leute machen das eben halt eine kleine Zeit lang, ja. Aber wenn es keine, Gamification gibt eben halt auch Abwechslung, dann setzt sich das meistens nicht langfristig durch. Und das würde ich gerne, also wenn ihr da eine Möglichkeit habt, dass das durchbrochen werden kann, dann habt ihr einen neuen Autor. Wir haben übrigens schon einen, der macht das, das ist aus Schweden jemand, beziehungsweise aus Dänemark. In Dänemark ist es Pflicht, dass Arbeitsplätze einmal im Jahr zertifiziert werden, ob die Beleuchtung stimmt, ob alles okay ist und so weiter. Und dieser Mann ist einer, so ein Berater, Coach für Environmental Health Safety, und der macht eben jetzt auch die Stadtplattenmoxi dazu. Ja. Und das benutzt er dann zum Beispiel, ist ein Berater, benutzt er nur für seine Zielgruppe, für seine Kunden. Darf ich ganz kurz rein, ja. Zeitlich? Ja, sorry. Genau. Ja. Die letzte Web-App, die ich zeigen will, ist Daily Cockpit. Am Schluss brauche ich eine Übersicht. Also es ist ja recht schwer, so aus den Daten Informationen zu ziehen. Und da haben wir sozusagen das gesammelte Werk, kriege ich dann auf einer Ansicht. Und der Clou an dem Ganzen ist, wir nennen das zwar Web-App, wir nutzen aber eine Wand, eine Wall, und wir Module laden. Das heißt, wir können da alles anzeigen. So. Wir haben, fangen an von B2B, wo irgendwelche KPIs anzeigen, im Educational, wo Prüfungsergebnisse anzeigen, bis Privatpersonen, wo von der Smartwatch die Herzschläge irgendwie live synchronisieren. Also da ist auch wieder Feedback gekommen, was gewünscht wird. Wir können es da anzeigen. Und was ich noch zeigen will, den letzten ist Bewerbung hier jetzt. Ich habe vorhin schon angekündigt, Joomla hat Bootstrap dabei. Was schön ist, was nicht so schön ist, Bootstrap 2. Und damals, als wir begonnen haben, war so Bootstrap 4, in der Alpha 2 waren wir, war noch recht frickelig, aber wir haben es dann beschlossen. Wir gehen den Weg und sagen,
wir wollen UC4, aber mit UC2 haben wir jetzt nicht die ganze Zukunft gesehen, die ganz große Zukunft. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Herausforderungen gehabt. Zum einen, in Joomla gibt es eine JHTML-Klasse. Kennt jemand nicht JHTML-Klasse? Also schön, dass jeder kennt. Aber ich sage es trotzdem kurz, JHTML liefert Snippets, Code-Snippets, also HTML-Snippets. Da gibt es für Bootstrap dann verschiedene Befehle, kann ich so eine Modalbox direkt starten, kann irgendwelche Tooltips integrieren. Also die ganzen Bootstrap-Funktionalitäten sind in Joomla so integriert, dass ich sie mit einer Zeile aufrufen kann. Natürlich Bootstrap 2. Und da muss man ein bisschen dran gehen, damit es sauber, dass ich das weiter nutzen kann. Und dafür haben wir ein Plugin geschrieben. Und das Plugin gibt es mit zwei Sachen, die ich noch kurz erwähnen will. Zum einen links Module Chrome. Ihr kennt es vielleicht, ihr geht auf Modul, erstellt das Modul. Im letzten Reiter gibt es dann Bootstrap Größe. Kann ich einwählen zwischen 0 und 12. Das ist Bootstrap 2 mit dem Span. Da gibt es das Span 1, 2, 3 bis 12, um die nebeneinander hinzupacken, diese Elemente. Was wir mit Bootstrap 4 haben, ist, wir haben nicht nur ein Span, wir haben Responsive von XS, SM, MD, LG, XL, verschiedene Größen, Desktop-Größen, die angesprochen werden wollen. Und da bringt uns natürlich diese eine Auswahl nichts. Das heißt, wir haben ein Plugin geschrieben, was zum einen diese Bootstrap-Size rauswirft, das ist ein Remove-Feld, und dann unsere eigenen Bootstrap-Felder lädt. Kennt vielleicht jemand, JForm heißt das, kann man Formulare, kann man rechnen, Plugins, kann man eigentlich alle Formulare in Joomla anpassen. Und was wir als zweites gemacht haben, ist Bootstrap selbst zu entfernen. Natürlich können wir jetzt nehmen und sagen, okay, wir bauen ein Template, packen irgendwie, es gibt so Hacker-Skripte, was ist Hacker-Skripte, kleine Hacks, wo man kann den Head leeren, also diese ganzen JavaScript und CSS-Aufrufe. Das geht so lange gut, bis man irgendwann doch eine dritte Erweiterung hat, die ganz am Ende nochmal Bootstrap lädt und dann habe ich trotzdem Bootstrap drin. Und was wir wollten ist, dass egal wer, wo, wie irgendwie was mit Bootstrap aufruft, mit diesem JHTML, das sieht man hier wieder, dass dann unsere Funktionalität genutzt wird und nicht die von Joomla. Und es geht ganz einfach mit der JHTML Register. Damit kann ich alle Funktionalitäten ersetzen mit unserem Code. Das heißt, wenn irgendein Plugin denkt, ich muss jetzt doch noch Bootstrap aufrufen, obwohl wir das im Template schon rausgeworfen hätten, geht das, wird es hier überschrieben und wird gezwungen, dass uns das genommen wird. Wir haben noch 5 Minuten. Ja. Und das Ganze sieht so aus. Responsive, wir sind voll responsive auf allen Desktop-Größen. Und was ein bisschen die Herausforderung auch war, wir müssen natürlich stark mit Overrides arbeiten. Man sieht, wir haben Joomla zweimal vorhanden. Einmal im Joomla und einmal im Template. Und ganz kurz noch Snake Preview, müssen wir ganz kurz durchhaben. Ja, Moxis anlegen, erstellen. Wir haben uns da stark am YouTube Video Manager inspirieren lassen. Wir haben ein Wizard gebaut, mit dem man durchgeleitet wird. Also echt benutzerfreundlich, wird an die Hand genommen, wird durchgeleitet und hat dann recht schnell ein Moxi zusammengebaut. Und das Ganze nennt sich Mox Creator. Und ja, Paradigmen, ich glaube, kann man überspringen. Wir wollen nur mit viel Core arbeiten oder Joomla Standard anhalten und sehr viel mit den Besuchern kommunizieren. Okay, ich würde das kurz skippen mit den Fragen. Wir sind ja danach auch noch da und stehen euch zur Verfügung. Und es ist ja auch bald Mittag, vielleicht kann man da auch mal ein bisschen quatschen. Und nachmittags sind wir ja beide hier, laufen da rum. Und wer noch Fragen hat, kann uns jederzeit anhauen. Denn now it's your turn. Wir wollen dich gerne einladen, ein Teil von MVP Daily zu werden.
Und zwar ein aktiver Teil und insbesondere die Aktiven, sprich alle Menschen, die aktiv an Joomla in irgendeiner Form teilgenommen haben und teilnehmen. Die möchten wir gerne belohnen dafür, dass sie uns ein System gegeben haben, welches uns wirklich ermöglicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, ohne dass es hochgestochen klingen soll, das Wissen dieser Welt abzubilden oder den Menschen zu ermöglichen, es zu tun. Und deswegen wollen wir ganz gerne Folgendes hier an der Stelle ganz messbar zurückgeben. Und zwar jeder, der an der Joomla-Community, der an Joomla in irgendeiner Form mitwirkt und mitgewirkt hat und das auch ein Stück weit nachweisen kann, bitte dann mit Benjamin darüber reden, der kennt die Parameter, und sich bis zum 31.12. als Moxie-Autor anmeldet, heißt nicht, dass Moxie fertigstellt, aber zumindest im Pool der Autoren ist, bekommt 50% mehr Tantiemen als alle anderen Autoren im ersten Autorenjahr. Das wollen wir gerne zurückgeben. Das da bedeutet übrigens auch, dass alle Joomla-Leute nicht den Qualifikationsprozess als Autor durchlaufen müssen, den andere Autoren schon durchlaufen müssen, weil wir den Qualitätsstandard sehr, sehr hoch aufhängen. Und deswegen kann es da durchaus sein, oder es wird so sein, dass wir einige Leute einfach nicht nehmen, weil wir einfach das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind als Autoren. In eurem Fall werden wir es allerdings so machen, dass wir ein Lektorat dahinter schalten, eine Redaktion, und die würde theoretisch alles auffangen, wenn einer sagt, Mensch, ich kann ja gar nicht so gut schreiben. Völlig wurscht. Es geht ums Fach-Know-how. Das Fach-Know-how ist entscheidend. Ich bin auch kein Journalist. Ich habe schon 2 Bücher geschrieben. Aber ich bin auch kein Journalist. Aber dafür gibt es ja so in so Verlagen Lektoren, die helfen einem dann dabei, ja, bei der Formulierung und so. Wir haben sowas auch und ihr seid herzlich eingeladen. Es geht ums Know-how. Ne? Rein damit, und dann kann die ganze Joomla-Community andererseits auch wieder profitieren. Und da kommen wir jetzt gleich zum zweiten, nämlich zum Technical Talent Program. Ich war ja Mentor bei Google Summer of Code, das hat mir sehr gut gefallen. Und Georg ist auch Coach, hat schon in vielen Firmen so ein Technical Talent Programm aufgestellt und damals entschieden, wir bieten sowas auch an. Wir bieten ein Mentoring an, für Programmierer. Jeder, der Programmierer ist, der vielleicht Programmierer werden will, wer interessiert ist, an diesem Projekt mitzuarbeiten, wir bieten ein Mentorprogramm, ja, kann man sich bewerben, auch emigoday.com, TTP, ist einfach zu merken, ausfüllen, absenden und wir kontaktieren euch. Ja, wir haben mit David, wichtig, Bewerbungsschluss an der 6.12. Genau, wir haben mit David Jardin auch schon gesprochen, er hat auch Interesse als Mentor hier mitzuwirken, und jeder, der einfach auch der Meinung ist, dass er in Joomla recht fit ist, was geben kann, wie auch immer, auf welchem Level, auf welchem Niveau, völlig egal, kann sich auch gerne an uns wenden. Das ist jetzt nicht das Bewerben als Mentee, sondern als Mentor. Das machen wir einfach auf einem kurzen Dienstweg, einfach an Benjamin wenden, Bescheid geben. Und dann würden wir euch gerne ins Kalkül ziehen als Mentoren für dieses TTP, welches wir nächstes Jahr starten werden. Und wir wollen auch Joomla-Know-how damit boosten. Wir müssen die Leute hochziehen, Coding. Also es wird verschiedene Sachen geben in diesem Talent Development, in dem Talent, Technical Talent Program, die den Leuten dann, die da teilnehmen, auch zugutekommen. Auch ein bisschen ums Coding herum noch. Ja, und last but not least, das Wissen für die Welt. Jeder von uns in der westlichen Welt, finde ich, ist ziemlich privilegiert. Ich war schon in Ecken auf dieser Welt, auch im Rahmen von Business-Veranstaltungen und so in China, in Indien, in Ecken, auch privat in ganz verschiedenen Ecken, wo Menschen einfach nichts zu essen haben und einfach ganz, ganz schlechten, mangelnden Zugang zu Bildung. Aber was mir aufgefallen ist, auch ich bin mal mit dem Motorrad durch einen hohen Atlas gefahren, in Marokko zum Beispiel. Und die Leute hatten da teilweise echt nichts zu essen, aber es gab genau 2 Sachen, Coca-Cola und Handys. Und das Zweite ist echt entscheidend, weil auch in Afrika zum Beispiel, da sind Menschen, haben einfach wirklich widrigste Lebensbedingungen, aber sie haben ein Handy. Und wir schicken ihnen Know-how, Moxie, aufs Handy. Und jeder ist dazu eingeladen, eben auch, gerne 1, 2, wie auch immer, Teile seines Moxies, das ganze Moxie kostenfrei anzubieten, damit eben auch diese Menschen in diesen Gegenden dieser Welt, die sich nicht so gut helfen können wie wir, wo wir denn hier in der westlichen Welt insbesondere sehr privilegiert sind, dass sich diese Leute auch helfen können, dass sie Zugang zu Bildung bekommen. Bildung, die wir mit ihnen geteilt haben, schlicht und ergreifend. Wir nennen das WOP, World Open Education Program. Und da gibt es natürlich keine Laufzeit und keine Beschränkung, sondern das startet jetzt gerade. Und jeder, der was ist, wer was kann und wer was weiß, ist herzlich willkommen, hier sich an uns zu wenden und mitzumachen oder sich eben hier zu melden. Soweit, so gut. Benjamin, hast du noch was? Ich bin durch soweit. Ja,
Wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, wie gesagt, wir sind hier. Wenn es die Sachen, die ihr hier gesehen habt, alle Vorträge von uns, auch der Vortrag übrigens, der von Benjamin noch kommt, um 14 Uhr, glaube ich, ne? 13.45 Raum 4. Im Raum 4. Auch das Handout von jenem Vortrag von Benjamin, dann gibt es unter JDD 2017. Und ja, genau. Ansonsten sind wir in Rom von 17. bis 19. November auf der World Conference als Keynote. Das Ganze dann, glaube ich, auf der großen Bühne, soweit ich weiß. Da freuen wir uns drauf, dass wir den Message dann noch weitergeben können. THM, ihr seid auch da, glaube ich, ne? Soweit ich weiß. Ja. Wer ist noch dort? Wer ist noch in Rom? Okay, cool. Ja, ich freue mich da schon. Das wird halt dann so global, wie gesagt. Ja, Qualität 5.0, digital, global, zugänglich für alle. Da wird es richtig schön global. Das ist, da freuen wir uns. Ne? Und ansonsten, ja, haut uns einfach an, wenn ihr irgendwas wollt, wenn Fragen sind. Wenn ihr Ideen habt, wie wir das besser machen können, bitte sehr, sehr gerne melden. Für die, die vorher nicht da waren. Das sieht man nicht schon mal. Wir sind 4 Minuten über der Zeit. Gibt es noch Fragen? Höchstens eine Anregung für die Leute, die sich für Bootstrap 4 interessieren. Wer so ein bisschen mehr über Bootstrap 4 in Anbindung an Jungler, Template Overrides und so weiter wissen sollt, ich mache darüber eben halt letzten Timeslot eine Session. Also ja, cool. Falls. Ja, klar. Da. Hier wird angekommen. Frank Session. Fragen? Überwind nicht. Gerne. Dann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Guten Hunger.